Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Harveys neue Augen. Was ist denn hier los? Mal gucken. Lily wollte erst noch ein wenig mit Garretts Sachen spielen. Wo sind sie? Sie können nicht weit sein. Andererseits hatte sie gar kein Interesse an diesem technischen Firlefanz. Ja gut. Hey, doch einmal zur Kapelle, ich bin noch gerade... Nicht trödeln, na los! Das hat der alles in dem Beichtstuhl drin? Wow. Oh, da ist auch einer fleißig am Streichen. Stopp! Das sind Dr. Marcel und die Oberin. Ich glaube, sie haben uns noch nicht gesehen. Sie ist nicht in ihrer Schlafkoje. Aber weit kann sie nicht sein. Es wundert mich doch sehr, dass Sie diese Aufsässigkeit in Ihrem Kloster dulden. Ich lasse sofort das ganze Gelände nach ihr absuchen. Tun Sie das. Das alles kommt mir doch erschreckend bekannt vor. Los jetzt, das ist unsere Chance. Ich bin direkt hinter dir, Garrett. Irgendwie macht mich der Typ macht mir echt Angst. Der macht mir richtig Angst. Oh, ich hab Schitte. Ich sollte vielleicht auch mal die Uhr starten. Wo ist er hin? Oh! Als Lily den Schaukelbaum erreicht hatte, war keine Spur von Edna zu sehen. Auch Garrett war verschwunden. Dafür lagen die Überreste von Ednas Tagebuch im Gras. Oh. Das Tagebuch war bis zur Unleserlichkeit verbrannt. Einzig die Karte zu Ednas Versteck ließ sich noch entziffern. Eine Höhle am Moorsee also. Lily versuchte sich gerade den Weg zu merken, als... Psst, Lily, versteck dich! Dr. Marcel und die Oberin kommen! Oh nein, zu spät! Da ist sie! Lauf, Lily! Ha! Du dachtest wohl, du könntest dich meiner Untersuchung entziehen, hm? Oder gibt es einen Grund, warum du dich den Anordnungen der Oberen widersetzt? Aha. Na los, raus mit der Sprache. Amüsiere uns. Ich wollte mit den lustigen Gnomen spielen? Nazi-Vampire im Hintergarten. Das dauert mir zu lange. Gute Musik. War das wirklich nötig? Nicht unbedingt. Aber es war eine kleine Genugtuung für einen alten Mann, der sich einmal zu oft mit aufsässigen Kindern herumplagen musste. Was? Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Du sollst keine spitzen Gegenstände benutzen. Du sollst keinen Alkohol anrühren. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Du sollst nicht die Kontrolle verlieren. Und niemals sollst du tun und lassen, was du willst. Woogie, Woogie. Woogie, Woogie. Woogie. Pah, Woogie, in der Tat. Und? Hat es funktioniert? Das werden wir gleich sehen. Lily, du kannst mir doch sicher verraten, wer für das ganze Chaos in der Anstalt verantwortlich ist. Okay.
Das Chaos, Lilly. Wer ist dafür verantwortlich? Nun rede schon, du nutzloses Kick. Bewahren Sie Ruhe, Frau Oberin. Sie wird antworten. Sie wird antworten. Kennst du die Antwort, Lilly? Nein. Wer ist verantwortlich? Mir kannst du es doch sagen, nicht wahr? Nein, kann ich nicht. Was ist los? Was hat sie gesagt? Der Fall ist komplizierter, als ich dachte. Es ist von eminenter Wichtigkeit, dass Sie mir eine Frage beantworten. Kennen Sie ein Kind mit dem Namen Edna? Warum fragen Sie das? Ich glaube, ich habe soeben die Wurzel des ganzen Übels identifizieren können. Gut, dass ich Lilly mit Hilfe meiner neuen Hypnosetherapie alle wichtigen Blockaden installiert habe. Hypnosetherapie? Hypnosuggestion, um genau zu sein. Mit Hilfe von Leuchtdioden, die ich in die Augen dieses Stoffhasens hier installiert habe, habe ich direkte Kontrolle auf die Freiheit ihres Willens. Sie wird sich ab nun ruhig verhalten. Aber probieren Sie es doch einfach selbst aus. Es ausprobieren? Aber ja, sie ist nun gefolgsam wie ein kleines Lamm. Nun. Nur zu. Lilly, serviere dem Doktor und mir einen Tee. Bravo. Ich hatte ohnehin gerade Durst. Was sagst du, Lilly? Möchtest du uns einen Tee servieren? Nein. Oh Gott, so viel passiert. Und ich hasse Dr. Marcel noch mehr. Okay, niemals. Ich denke mal, wenn ich jetzt auf niemals gehe, muss ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Deswegen sage ich, okay, normalerweise würde ich das jetzt nicht machen, aber okay. Verbote. Tun und... Oh Gott. Teekanne. Psst, Lilly. Keine Angst, Lilly. Ich bin es. Gerrit, verhalte dich bitte unauffällig. Du wurdest von Dr. Marcel hypnotisiert und stehst komplett unter seiner Kontrolle. Aber mach dir keine Sorgen. Ich kann dir helfen. Dafür musst du allerdings in meinen Geheimraum kommen. Der Zugang befindet sich vor dem Büro der Oberin, in der dunklen Ecke neben dem Kamin. Vorher benötige ich aber noch deine Hilfe. Ich beobachte die Oberin und den Doktor schon seit langem. Und ich bin kurz davor, ihre üblen Machenschaften aufzudecken. Alles, was ich dafür brauche, ist ein Geständnis. Hier, nimm dieses Tollkirschenextrakt. Es handelt sich um ein Wahrheitsserum. Schütte es der Oberin in den Tee. Sobald sie davon trinkt, wird sie all ihre Geheimnisse ausplaudern. Hast du das verstanden? Aha. Exzellent. Lilly, was treibst du denn da? Du sollst uns Tee kochen und nicht irgendwelche Gemälde betrachten. Seien Sie doch nicht so streng mit ihr. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Aber ich muss gestehen, dass ich ihre Galerie ebenfalls schon bewundert habe. Besonders interessiert mich diese Stickerei dort. Sie fällt ein wenig aus dem Rahmen. Finden Sie nicht? Ach, die. Das ist nur eine alte Erinnerung. Kaum der Rede wert. Ich kann mich nicht einmal entsinnen, sie dort aufgehängt zu haben. Können Sie nicht? Interessant. Was soll das überhaupt darstellen? Ein achtbeiniges Einhorn? Es ist nur die Stickerei eines dummen, verantwortungslosen Kindes. Nichts weiter. Ja. Kann ich jetzt bitte die Teetassen und die... Was nehmen? Da habe ich zumindest eine, ne? Wollte ich noch zwei Tassen? Lilly hatte bei... Achso. Okay, nehmen wir mal... Das Serum reichte nur für eine Tasse. Diesmal wollte Lilly alles richtig machen.
Zuerst, diesmal wollte... Ja, ist ja gut. Erst den Tee rein. Lili! Du ungeschickter Nichtsnutz! Nein. Willst du mich unbedingt vor dem Doktor blamieren? Das ist merkwürdig. Die Hypnose ist unfehlbar. Scheinbar war es wirklich nur ein Missgeschick. Das ganze Kind ist ein einziges Missgeschick. Wenn ich könnte, dann würde ich es... Aber, Frau Oberin, so beruhigen Sie sich doch. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Nicht wahr, Lilly? Aha. Na also, dann bring uns doch bitte einen neuen Tee, ja? Sei so gut. Lilly ließ sich nichts anmerken, aber sie stand kurz vor einer Panik. Neuen Tee zu servieren war ja kein Problem. Aber wo sollte sie jetzt neues Wahrheitsserum herbekommen? Zweifelchen. Wo krieg ich denn den Tee her? Ich bin jetzt einfach... Wenn Lilly schon neuen Tee kochte, dann auch einen, der es in sich hatte. Aber wo sollte sie jetzt... Ah ja, okay, Moment. Ich habe ja nämlich die Tollkirschen hier. Die werde ich jetzt da reinkippen. Und dann kommt hier wieder ein Kamin. Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Wollte nur sicher gehen. Du weißt ja, sicher ist sicher. Der Hase geht mir jetzt schon auf den Sack. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Kann ich die Facke jetzt anzünden? Hallo Lilly, du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen, oder? Ach, natürlich willst du das nicht. Das hat die Oberin doch verboten. Irgendetwas Seltsames geschah hier. Feuer machen. Ich will Feuer machen. Feuer machen. Oh. Auf in die Halterung damit. Eine brennende Fackel hätte hier sicher mehr Licht ins Dunkel bringen können. Leider war die Fackel aus. Lilly war trotzdem stolz, so viel über die Funktionsweise von Fackeln zu wissen. Ich kann es doch nicht. Ich weiß nicht. Kann ich dir wenigstens mal weggehen? Und hier bleiben? Nein, kann ich auch nicht. Warum sollte Lilly nach Geheimtüren suchen? Immerhin kannte sie bereits zwei andere Wege in Garretts Geheimraum. Warum müssen wir hier gleich nochmal rumstehen? Wir sollen verhindern, dass das Kind versucht, vor der Therapie zu flüchten. Wenn möglich mit Gewalt. Hast du deine Taserpistole noch? Na klar. Andererseits hatte Garrett bisher selten daneben gelegen. Lilly würde es auf seine Weise probieren. Ich bin gerade irgendwie, glaube ich, reich. Ich darf ja nicht mit dem Feuer spielen, also... okay? Lilly vermutete, dass die Tollkirschen denselben Effekt erzielen würden wie Garretts Elixier. Zumindest einen ähnlichen. Jetzt mussten sie nur noch gekocht werden. Ja, aber es geht doch nicht. Lilly, jetzt muss... Es geht nicht. Klappt nicht. Oh, Haferkuchen. Aber was tut sie denn da? Gehört das etwa auch zu ihrer Konditionierung? Keine Sorge. Sie steht unter Hypnose und kann keinen Unsinn mehr anstellen. Aber was tut... Gehört keine... Sie steht... Der lustige Hase mit den leuchtenden Augen saß unbeteiligt auf dem Stuhl. Ob Lilly ein wenig mit ihm spielen durfte?
Ich würde ja gern... Trödel nicht rum. Servier dem Doktor und mir einen Tee. Haben Sie Geduld. Lilly wird ihre Aufgabe erfüllen. Meine neue Methode ist unfehlbar. Du weißt, was du zu tun hast. Tu es. Ich hasse diesen Hasen. Ich hasse diesen Hasen jetzt schon. Meh. Was soll ich denn jetzt machen? Ich bin reichlich überfordert, glaube ich, gerade. Ja, ich weiß. Hallo, Lilly. Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Nein. Oder? Wollte nur sicher gehen. Du weißt ja. Sicher ist sicher. Der Haken war... Du willst doch nicht etwa mit dem Feuer spielen? Oder? Nein. Wollte nur sicher gehen. Lilly hängt... Lillys Spezialtee war fertig. Sie nannte ihn pure Wahrheit. Eine Rooibos-Tollkirschen-Mischung. Jetzt kann ich den Tee der Oberin servieren. Ich freue mich. Aber dieser Hase geht mir schon richtig auf den Sack, ehrlich gesagt. Bitteschön, suchen wir es nochmal. Na endlich! Es wurde ja auch Zeit. Dummes Ki... Ist Ihnen nicht gut? Sie sind ja geradezu hysterisch. Es ist diese Stickerei. Sie erinnert mich an meine Zeit. Ich war so ein dummes Kind. Wollte unbedingt ein Einhorn als Haustier haben. Ein Einhorn! Ist das zu fassen? Aber geschenkt haben sie mir. Eine Tarantel. Ach, dann haben Sie diese Stickerei erstellt. Zotti starb während meines Versuchs, ihr mit einer Nagelpistole ein Horn in die Stirn zu tackern. Ich war ein so dummes Ich hasse Kinder. Verstehe. Die Erwachsenen schienen mit Erwachsenenproblemen beschäftigt zu sein. Dies war Lillys Chance. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Du sollst nicht lügen. Du sollst nicht mit Feuer spielen. Der lustige Oble. Na gut. Jetzt muss ich irgendwie zu Garrett eigentlich reinkommen, aber ich beende die Folge hiermit und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn es euch doch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, macht das einfach mal. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder. Ciao, ciao.